Oh, Überraschung. Chef am Morgen. Das heißt doch nicht etwa... Oh. Das letzte Mal, als Sie hier auf mich gewartet haben, wollten Sie mich rauswerfen. Ganz im Gegenteil. Damals war ich sehr stolz auf Sie. Sagen Sie, warten Sie hier schon lange auf mich? Setzen Sie sich. Haben Sie mich nicht verstanden? Wusste meine Tochter, dass Sie sie aufnehmen? Das ist mir jetzt schon peinlich. Beantworten Sie meine Frage. Das kann ich nicht. Ihre Tochter und ich, wir vertrauen uns. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Ihre Tochter immer respektiert habe und dass sie mir wirklich alles bedeutet. Vermutlich so wie all die anderen Frauen, die Sie ohne Ihr Wissen aufgenommen haben. Das ist jetzt aber schon ein wenig intim. Ich finde nicht, dass Sie das Recht... Halt Ihre verlogene Klappe! Packen Sie Ihren Kram und verschwinden Sie. Ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind, Herr Wichmann, aber Sie können mich jetzt hier nicht... Oh doch, das kann ich. Und ich tue es gerade. Ja, machen Sie, dass Sie rauskommen. Um den Laptop kümmere ich mich. Wagen Sie es nicht, meiner Tochter oder mir nochmal unter die Augen zu kommen. Tun Sie das nicht. Bitte, ich verspreche, ich mache alles wieder gut. Was ich gemacht habe, das war ein Fehler. Sie haben Ihren Kopf für mich riskiert. Und ich habe Sie enttäuscht. Okay, gut. Ich habe Ihre Tochter gevögelt und Sie dabei gefilmt. Das war eklig, das war nicht richtig. Aber ich habe mir auch den Arsch für Sie abgearbeitet. Für die Firma. Okay, gut, ich wollte es so. Ich wollte arbeiten. Kommen Sie, gehen Sie nicht. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Ohne Sie, da wäre ich ja niemand. Sehen Sie? So. Sie haben mal zu mir gesagt, wenn ich was will, dann soll ich es machen. Und genau das mache ich jetzt. Ich bleibe. Und wenn Sie was dagegen haben, dann müssen Sie mich mit Gewalt herauszerren. Sie sind gut. Sie sind wirklich gut. Aber das Essen heute Abend zahlen Sie.